Hallo da draußen. Ja, ich lebe noch und ich melde mich heute mit einem Vlog. Beziehungsweise eigentlich wollte ich mich wieder mit einer Rezension zurückmelden, aber leider bin ich noch nicht so weit. Erstmal Entschuldigung, dass ich schon so lange keine Videos gedreht habe. Also ich war krank und hatte viel zu tun. Und dieses Wochenende hatte ich auch noch Besuch, der gerade eben zur Tür raus ist. Sonntagmorgen. 10 Uhr. Und dann habe ich mir gleich die Kamera geschnappt und drehe jetzt ein Video für euch. Aber für jeden, der meinen Blog verfolgt, dem sollte aufgefallen sein, dass ich eigentlich gar nicht so richtig weg war. Denn auf meinem Blog war ich, glaube ich, recht fleißig und habe dort Rezensionen veröffentlicht. Fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, warum denn dann keine Videos? Ja, ganz einfach, ich habe jetzt die Evermore-Reihe bis Band 4 gelesen, habe über jeden Band eine schöne Rezi geschrieben und ja, über Reihen drehe ich halt nicht so gerne Videos, weil das ja meistens Wiederholung ist und so, also ja, da schreibe ich einfach lieber. Dann lese ich gerade die Reihe Teuflisches Genie. Den ersten Teil habe ich, am zweiten hänge ich gerade. Und dann möchte ich eigentlich noch den dritten Teil vorstellen und das werde ich aber auch alles auf meinem Blog machen. Nichtsdestotrotz wird es jetzt trotzdem noch Videos von mir geben. Ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich mich mit einer Rezension zurückmelden und zwar die Rezension zu Heaven statt der Feen von Christoph Marzi. Ich bin jetzt bei Seite 102. Und werde heute auch noch schön lesen, bis der nächste Besuch kommt am Nachmittag. Und hoffe, dass ich irgendwann im Laufe der Woche dazu komme, ein Video einzustellen. Das einzig Doofe ist daran, ich drehe mit meiner Digicam, ich habe kein richtiges Licht. Wenn ich abends heimkomme, ist es dunkel und meine Lampe im Zimmer lässt mich irgendwie noch mehr wie ein Zombie ausschauen, als ich mich sowieso schon ausschaue. Darum ist eigentlich Wochenende die beste Zeit zum Drehen. Also werde ich wahrscheinlich Freitag, Samstag, Sonntag dann die Rezension zu Heaven online stellen. Aber das wird nicht das Einzige sein. Ich habe noch zwei Bücher, die ich auf alle Fälle vorstellen darf. Und das wären wie folgt. Das wäre Die ungeheuerliche Einsamkeit des Maxwell Sim von Jonathan Coe. Das wurde mir als Rezensionsexemplar vom DVA Verlag zur Verfügung gestellt. So ein Road Movie Book ist das, also das will ich euch sicherlich noch vorstellen. Und dann Zeiten des Aufruhrs von Henry Yates, also mal wieder etwas älteres, leicht klassisches, naja, 70er Jahre Amerika. Zeiten des Aufbruchs, da kennt vielleicht der eine oder andere die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio. Ich persönlich habe die Verfilmung noch nicht gesehen, weil ich ja immer zuerst gern das Buch lese. Also ich werde sicherlich Heaven, dann Maxwell Sim und Zeiten der Aufruhr noch rezensieren und was mir sonst noch in die Quere kommt. Aber die drei, die verspreche ich euch hoch und heilig, weil das sind dicke Bücher und gute Bücher und da kann ich mich dann im gesagten Wort besser ausdrücken als im gesprochenen. Ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, ich wollte nur ganz lieb sorry sagen, dass es so lange keine Videos von mir gab. Aber wie gesagt, mein Blog war aktiv denn je. Vielleicht fragt sich jetzt auch der eine oder andere, warum dann immer nur Blog und keine Videos. Weil Videos bei mir Zeit brauchen, bis ich die Kamera aufgestellt habe, das richtige Licht gefunden habe, dann das Ganze eventuell noch schneide und vorspann und hochlade. Da ist es für mich schneller, wenn ich auf den Computer eintippse wie doof und dann auch nebenher in der Schule im PC und durch mal so vielleicht was schreibe. Ja, und da kann ich eben leichter schreiben als drehen. Und darum, ja, war halt eine kurze Zwangspause, die eigentlich überhaupt nicht gewollt war.
Ich glaube nicht, ich habe jetzt schon einen Monat keine Videos hochgeladen. Das ist wirklich, wirklich lange und das gebe ich auch zu. Also ich gelobe Besserung. Nächstes Mal gibt es die Rezi zu Heaven und dann noch die anderen zwei Bücher. Und ich glaube, dann dürftet ihr glücklich sein. Und da heute noch erster Advent ist, wünsche ich euch alle einen schönen ersten Advent. Und ab Mittwoch machen wir dann alle bitte schön unsere Türchen von Adventskalender ab und freuen uns, dass bald Weihnachten ist. Also, bis dann. Tschüss.